wir den Tobias Hamelmann das letzte Mal vor der Kamera hatten zu Shadowrun, war gerade der Schnellstart heraus. Jetzt ist Shadowrun 5 da, das Grundregelwerk. Und das Wichtigste für mich ist, was habt ihr alles noch reingepackt? Weil es wird ja immer an Deutschland angepasst. Die Zusatzmaterialien, genau. Wir haben diesmal gar kein großes Kapitel reingesetzt wie bei Shadowrun 4, sondern nur Minimalanpassungen gemacht. Wir haben eine Doppelseite mit ADL-Content. Wir haben eine große ADL-Karte. Ansonsten haben wir vor allem so Kleinigkeiten reingesetzt, also ein paar neue Totems oder mal irgendwie ein ADL-Geschäft erwähnt, wo schon drei amerikanische Geschäfte erwähnt wurden. Was wir besonders viel reingepackt haben, war Erratas. Das ist ein riesiges Bündel an Korrekturen, ähnliches, Anpassungen, einige Kapitelumstrukturierungen, die wir gemacht haben. Alle mit den Amerikanern abgestimmt, die meisten mit den Amerikanern abgestimmt. Die Umstrukturierung natürlich nicht, weil wir inhaltlich nichts verändert haben, sondern nur im Aufbau der Kapitel, um das Verständnis zu erleichtern. Und ein paar Grafiken sind neu. Wir haben gerade beim Ausrüstungskapitel festgestellt, dass Fans ja sehr darauf stehen, zu wissen, wie ihre Knarren und ihre Autos aussehen. Und da haben wir ein bisschen nachgeholfen noch. Und ansonsten, wie kommt es bisher an? Es gab ja viele, die mit der 4. Edition nicht ganz so zufrieden waren. Und jetzt die 5. geht vom Stil her teilweise wieder in Richtung 3. Ich glaube, das kann man erst sagen in so 2-3 Monaten. Wir verkaufen ja im Augenblick sehr gut Shadowrun 5, also noch besser, als wir es erwartet haben. Jetzt sind wir natürlich auf Feedback gespannt. Das Feedback, das wir bisher haben von den Leuten, die die amerikanischen Regeln schon in der Hand hatten, ist sehr gut. Die haben alle gesagt, es wäre sehr schön, es würde sich gut anfühlen und gut spielen. Die Balancing-Anpassungen, die die Amerikaner gemacht haben von 4 auf 5, würden sehr gut funktionieren. Und auch die Matrix würde noch besser funktionieren als bei Shadowrun 4. Ist es für dich auch schön, wenn das paar Begriffe wieder auftauchen, Decker und dergleichen, so ein etwas warmes, nostalgisches Gefühl? Ja, nicht nur das. Ich finde es auch einfach für den Spielmechanismus schön, dass es wieder Cyberdecks gibt. Ich glaube, es war für viele Fans so eine gewisse Trennunschärfe. Wann bin ich denn jetzt Hacker und ich habe jetzt einen Comlink und da kann ich aber Sachen machen, die mein Charakter gar nicht machen will. Und ich habe zwar einen Comlink und keinen Ringen, aber ich bin ja gar kein Rigger, sondern eigentlich Magier. Also das war irgendwie so ein bisschen hin und her. Und viele Leute begrüßen es, glaube ich, sehr, dass es jetzt wieder eine Rigger-Konsole gibt. Und wenn ich eine Rigger-Konsole habe, dann bin ich Rigger. Und wenn ich ein Cyberdeck habe, dann bin ich Decker. Und das ist, glaube ich, ein großer Vorteil für die Charakteridentifizierung. Wie sieht der weitere Fahrplan aus? Was kommt dann als nächstes? Wir haben jetzt schon zwei PDFs von den Amerikanern, die wir wahrscheinlich bald übersetzen werden. Eins beschäftigt sich mit Profikillern. Das andere mit Biotech, also mit allen möglichen zum Heilen von Schusswunden, Krankheiten und Ähnlichem. Und das nächste größere Buch für den Regelblock wird wahrscheinlich das Run and Gun sein. Das ist das Ausrüstungs- und Knarrenbuch. Okay, Dankeschön. Gerne. Beim Heidelberger Spieleverlag kommt noch einiges auf uns zu, was Star Wars angeht. Nicht nur, dass X-Wing immer weiter ausgebaut wird, das Miniaturenspiel. Jetzt kommt auch am Rande des Imperiums das wievielte Rollenspiel zu Star Wars inzwischen? Also ich glaube, es ist offiziell das zweite Rollenspiel zu Star Wars, wenn mich nicht alles täuscht. Das erste kam ja vor, das ist bestimmt schon über 10 Jahre heraus, ist inzwischen eingestellt. Und jetzt startet man eben mit dem neuen Grundregelwerk am Rande des Imperiums einen neuen Versuch. Von dem, was ich bisher gesehen habe, sieht das sehr schick aus, also wirklich shiny. Worauf legt das Rollenspiel denn den Schwerpunkt? Eher so auf die Randbereiche der galaktischen Gesellschaft? Genau, also man versucht erstmal jetzt nicht gleich hier die Jedis gegen die Sith aufeinander zu jagen, sondern man geht das Ganze langsam an, fängt sozusagen bei Episode 1 an, am äußeren Rand, und die Spielercharaktere rekrutieren sich in diesem Grundregelwerk eigentlich im Großen und Ganzen aus dem, ja, aus den Bewohnern des Outer Rim, sprich Kriminelle, Schmuggler, Abenteurer, Glücksritter, Abschaum, was auch immer da durch die Gegend rennt. Auch da hat man natürlich die Möglichkeit, ganz verschiedene Charaktere dann zu spielen. Also man kann Droiden spielen und unglaublich viele verschiedene Alien-Rassen, also nicht nur Menschen. Also im Grunde das Ziel ist, dass man sich seine eigene kleine Schmuggler-Crew oder sowas Ähnliches zusammenwirft. Ja, so eine Abenteurer-Crew, die eben Aufträge annimmt von zwielichtigen Gestalten oder hilfsbedürftigen Menschen oder auch mal einen kleinen Auftrag für die Rebellen oder für das Imperium übernimmt. Also da ist sehr viel möglich. Und das hier ist jetzt erstmal ein Einsteigerset. Das ist noch nicht das Grundregelwerk. Was genau haben wir denn da drin? Inwiefern werden wir rangeführt an das Spiel? Genau, man hat sich natürlich überlegt,
gerade bei Star Wars, das natürlich sehr viele Fans hat, da kann man nicht davon ausgehen, dass da unbedingt jeder, der Star Wars kennt, auch weiß, was ein Rollenspiel ist. Und man hat sich gedacht, es wäre doch mal eine tolle Idee, ein Produkt auf den Markt zu bringen, das wirklich die Leute an das Rollenspiel, an das Thema Rollenspiel ranführt. Also auch über das Thema natürlich. Ja. Da haben wir diese Einsteigerbox. Die wird, das darf ich hoffentlich sagen, im Handel für ca. 25 Euro erhältlich sein. Und diese Box enthält alles, um ein Abenteuer in der Welt dieses Rollenspiels zu spielen. Das Besondere dabei ist, dass das ganze Material so ausgelegt ist, die Benutzer oder die Spieler ganz langsam und sachte an das Thema ranzuführen. Und zwar nach dem Auspacken. Also man setzt sich mit seiner Spielgruppe hin, packt diese Box aus und fängt dann einfach an, die ersten Dokumente zu lesen und kommt dann automatisch nach und nach ins Spiel. Ohne dass man da lange rumsitzt und wartet, bis jemand was durchgelesen hat, sondern Schritt für Schritt dürfen alle Spieler so die ersten Aspekte des Rollenspiels ausprobieren, bekommen erklärt, was ein Charakter ist, wie er funktioniert, machen ihre ersten Proben und werden so nach und nach im Laufe des Abenteuers an das Thema Rollenspiel rangeführt. Ich darf euch gerade mal zeigen, wie das genau aufgebaut ist. Wir packen das mal aus. Ist es denn für jemanden, der schon sehr viel erfahrener ist am Rollenspiel, trotzdem auch interessant? Hat man dann einen Vorteil sozusagen für den Start? Naja, man kann einfach viel überspringen von den ersten Kapiteln, sage ich mal, und einfach direkt ins Spiel einsteigen. Aber man bekommt natürlich einen schönen Einblick in die Welt dieses Star Wars Rollenspiels. Also es ist definitiv auch interessant für Rollenspielgeübte. Warum, das erkläre ich gleich gerne nochmal im Genaueren. Jetzt gucken wir erstmal, was wir in dieser Box haben. Man bekommt als Einsteiger auf jeden Fall auch eine Menge hübsche Counter an die Hand gegeben. Ja, genau. Das Erste, was mal auffällt, hier geht's los. Wir haben so erstmal ein Blatt, da steht auch gleich drauf, bitte zuerst lesen. Das ist eben eine grundsätzliche Übersicht darüber, was Rollenspiel eigentlich ist und was dieses Produkt jetzt, also wie das, wie dieses funktionieren Produkt funktioniert. Soll. Dankeschön. Und danach, das nächste, was man hernimmt, ist eigentlich direkt nicht das Regelheft, sondern das Einsteiger, das Abenteuerheft. Also es geht direkt los mit dem Abenteuer, man kriegt sofort eine Einführung in die Geschichte und innerhalb dieses Regelhefts kriegt dann der Spieler oder die Person, die den Spielleiter übernommen hat, gleich den Hinweis, wann er die Spieler darauf hinweisen soll, welches Material sie hernehmen sollen. Als nächstes werden sich dann die Charakterbögen angeguckt und das Regelheft nimmt man eigentlich erst in die Hand, wenn die erste Probe ansteht und man nachschlagen muss, wie diese Regel eigentlich funktioniert. Und so wird man also Schritt für Schritt an das Rollenspiel rangeführt. Ja? Okay, dann die ganzen Marker, die wir haben, genau. Da frage ich mich natürlich auch sofort, wir haben auch Raumschiffe als Marker, das heißt, das Rollenspiel deckt auch Raumschiffkampf ab? Zunächst mal in einer etwas abgespeckten Form, aber ja, das wird auch Thema sein in diesem Rollenspiel, dass man eben den Raumschiffkampf hat und die Aufgaben der Crew auf dem Schiff auch verteilt werden. Hier in diesem Abenteuer ist es, glaube ich, ganz am Schluss, dass man tatsächlich mit dem Raumschiff dann auch fliegt und dann eben von diesen TIE-Jägern verfolgt wird. Die Marker haben natürlich den Vorteil, dass man sich viele Spielsituationen einfach plastisch darstellen kann auf dem Tisch, also um sich das besser vorzustellen. Als weitere Hilfe ist ein Spielplan enthalten, der eben die verschiedenen Orte des Abenteuers schon einmal abbildet. Ein Überblick über die Stadt, Überblick über verschiedene Gebäude oder als großen Spielplan eben das Raumschiff. Man hat natürlich einen stark veränderten koreanischen Frachter. Natürlich hat man einen koreanischen Frachter. Logisch, das ist ja das am meisten verkaufte Frachtschiff in der ganzen Galaxie. Natürlich. Ich habe auch gesehen auf der anderen Seite Mos Shooter. Also man hat einfach sich Orte rausgesucht, die schon auf den ersten Blick vertraut sind, aber nicht exakt dieselben. Ja, man befindet sich auch auf Tatooine. Also es ist vielleicht ein Vorort von Mos Eisley, wer weiß das schon. Aber es ist halt für alle Leute, die von den Filmen her nur herankommen, direkt wieder erkennungswert da. Ganz genau. Auch um die Charaktererschaffung muss man sich hier nicht kümmern. Man hat also vorgefertigte Charakterportfolios. Hier einmal Lorik, der Wookie. Wer Lorik ist, bekommt man dann auch gleich gesagt. Also man hat gleich ein Charakterportfolio dabei. Und
dann hat man auf den nächsten Seiten eben den Charakter einmal definiert, die verschiedenen Grundwerte, eben gleich mit Erklärung, was bedeuten die verschiedenen Symbole. Auf der nächsten Seite, nicht verwirrt sein, ist eigentlich nochmal das gleiche Bild, allerdings mit anderen Erklärungen. Also hier wird dann erklärt, wie funktioniert denn eine Probe, wie ist das Ganze aufgebaut. Eben alles dahingehend durchdesignt, dass ja auch ein Rollenspiel unbedarfter damit sofort klarkommt. Wie ist denn der weitere Fahrplan damit? Wann kommt das Grundregelwerk raus? Also das Grundregelwerk, da sind wir mit der redaktionellen Arbeit fertig. Was da jetzt noch passieren muss, ist der aktuelle Druck. Und da bin ich jetzt nicht ganz sicher. Ich sag mal vorsichtig, im nächsten Frühjahr, also Januar, Februar, sollte es eigentlich in den Läden verfügbar sein. Da kann sich immer noch ein bisschen was verschieben, aber das ist so die Roadmap, die wir zurzeit haben. Aber bis dahin können wir uns auf jeden Fall schon mal mit dem Einsteigerset trösten. Genau. Dankeschön. Ja, bitte. Vielleicht noch ein Wort für die erfahreneren Spieler, die sich jetzt fragen, brauche ich diese Grundbox wirklich? Da sind die Würfel schon drin, die speziellen. Eben, genau. Man hat schon einen kompletten Würfelsatz. Das allein ist schon ein großer Mehrwert. Und daneben hat man natürlich auch die Spielmarker und die Karten, die man noch einsetzen kann. Also ich denke, das Produkt ist auch definitiv für Leute interessant, die einfach mal wissen wollen, wie spielt sich denn dieses Star-Wars-System? Heidelberger hat sich noch ein weiteres Franchise gesichert, worüber ich mich jetzt sehr gefreut habe. Firefly ist hier vertreten als Boardgame. Und soweit ich das sehen kann, spielt jeder Spieler eine ganze Crew im Grunde. Das ist völlig korrekt. Du hast einen Leader pro Schiff und dann heuerst du Crew an mit verschiedenen Skills, um die Aufgaben zu erledigen zu können. Die verschiedenen Jobs, die Anforderungen zu erfüllen. Das heißt, ich bekomme verschiedene Jobs, die haben dann jeweils einen Ort, wo ich hin muss und bestimmte Bedingungen. Korrekt. Und ich nehme an, dass ich der Allianz nicht begegnen sollte. Der Allianz kannst du begegnen, wenn du nichts zu verbergen hast, passiert dir da auch nichts. Allerdings, der ein oder andere Job kann auch illegal sein und dann solltest du in der Tat der Allianz nicht begegnen. Okay. Es gibt also hier Jobkarten, dann jeweils mit dem Auftraggeber. Genau. Du hast einen von Badger, ich habe einen von Patience. Mhm. Das heißt, es sind auch die ganzen Figuren, die man kennt aus der Serie mit drin. Genau, genau. Und dann kriegt man hier zum Beispiel die Angabe, ich muss Passagiere irgendwo hinbringen. Genau. In dem Fall von Space Bazaar zu Aphrodite. Mhm. Okay. Und was ist das Ziel des Spiels? Also wer ist der Gewinner? Es gibt ein allgemeines Ziel, es gibt verschiedene Zielkarten, ganz verschiedene Aufgaben. Es gibt auch quasi eine Solo-Runde, wenn man das allein spielen möchte. Die Runde, die wir jetzt gerade spielen, da geht es darum, dass quasi die Kronjuwelen gestohlen werden sollen und durch Duplikate ersetzt werden sollen. Und allerdings, wie du hier schon sehen kannst, ist ein weiter Weg bis dahin, mit doch einer Menge Aufgaben zu erfüllen. Und ja, also von daher, hier sind ja 2 Stunden Dauer angegeben, das halte ich schon für ein bisschen knapp. Okay. Wie viele von diesen verschiedenen Szenarien bzw. Zielen gibt es? Ich habe jetzt hier... Schon nur eine ordentliche Handvoll. Ja, also ich sag mal, wie gesagt, das eine Solo-Spiel und dann haben wir hier noch 5 Szenarien. Also ich glaube, das ist wirklich eine gute Grundlage. Ich stelle mir jetzt mit das Schwierigste vor, wenn man es verteilt, dass nur einer die Serenity haben kann. Also meine Erfahrung jetzt hier auf der Messe ist eigentlich, dass die Leute das relativ entspannt sehen. Es will halt jeder natürlich Malcolm als Leader haben, oder die meisten, aber wegen der Serenity gab es zumindest noch keine Kämpfe. Habt ihr denn dann noch, ist das dann noch ergänzt um zusätzliche Charaktere, also Fantasiecharaktere, weil man kann ja die nicht alle Crews nur aus den Bekannten zusammenstellen? Es sind auf jeden Fall noch Fantasiecharaktere dabei. Schauen wir doch gerade mal rein, ob wir hier jetzt noch... Ich muss allerdings auch zugeben, dass das letzte Mal, dass ich die Serie gesehen habe, ist ein bisschen her. Also ein paar Bekannte sind auf jeden Fall, aber natürlich auch ein paar, um aufzufüllen, völlig klar. Ne? Wie du halt schon sagst, sonst hätte die Anzahl der Leute nicht gereicht. Dann will ich euch gar nicht weiter aufhalten, auf eurem Weg die Kronjuwelen zu ersetzen. Viel Spaß. Gerne. Tschüss. Wir haben mit Super Dungeon Explorer vermutlich den niedlichsten Dungeon Crawler auf der Spielemesse Essen entdeckt. Hi. There's miniatures, the Super SD characters and all that.
It's very cute, but still, what's the game behind it? How does it work? So Super Dungeon Explorer is my version of every Saturday morning I ever spent playing video games when I was a kid. You want to mash the buttons, get into a dungeon, fight monsters, get treasure, beat the boss, and win. So we wanted to make a really fast-playing game with cute anime-style characters to have fun with. Okay, and how are the people here in Germany and at Essen reacting to it? Very strong. I mean, just like, you know, us when growing up as kids, you guys grew up with the same video games and comics and things that we like too. And they're not new to miniatures games or board games, and it's a really nice hybrid of both of that. So it's a very positive experience. So, but in the boxes, the characters don't look like these. These are already painted, but right. They're kind of unique. Yep, they're already painted here. We provide paintable model quality miniatures out of hard plastic. So anybody who's familiar with collecting and painting playable miniatures will have a great experience with the toys. But again, we wanted to have a nice game piece, a good quality piece that they'll be able to take home. So not everybody's a great painter, and we wanted to provide that option when they wanted to. Okay, what's next? You've already got two extra boxes to the basic game? Yep. So we have a whole slew of extra expansions for Super Dungeon in the works. New models we're sculpting up, new artwork. We have a number of different games that we produce as a company anyway. We're launching Relic Knights, which we successfully kickstarted last year. That's coming here at the end of the year with a whole range of science fiction anime style characters for a skirmish game. We have card games that are in the works, so we're kind of growing as a company. Yeah. And I've got a feeling that Kickstarter is a huge boost to the whole board game genre, kind of. You feel that too? Yeah, I think it has been good for a lot of people to get out from traditional publishing models and really to explore their ideas and see if the marketplace really responds to what they like. And it turns out people vote with their wallets and they spend money on the things that they want to have. Thank you very much. You're very welcome.